Hallo YouTuber und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video heute von der GeForce GTX 1060 von Zotac in der AMP-Edition. Und dann halten wir uns nicht lange bei der Vorrede auf und fangen schon an. Wir schneiden hier oben auf. Und da lächelt uns auch schon ein schwarzer Karton an. In einem schwarzen Glanzfarbton mit dem Schriftzug Zotac. Dann müssen wir hier irgendwo... hier. Mal die Aufreißlasche. Wenn es mal nicht ganz klappt, dann heben wir den Deckel an. Und da haben wir dann auch schon die Karte. Als erstes blicken wir auf eine Quick-Installation auf Englisch mit der Garantie, Belehrung und was wir alles so brauchen. In meinen Augen Müll. Dann haben wir hier... was die Karte so Neues mit sich bringt, dass da ein neuer Speicher verbaut ist im NAND-Verfahren und was die sonst noch so alles bieten, irgendwelche Werbesachen, die Zotac so herstellt, auch Müll. Und dann sehen wir auch die Karte selbst, die wir dann aus der Verpackung befreien. Zunächst hier noch der 6-Pin-Anschluss von 2x4-Pin-Molex auf den 6er PC Express Grafikkarten-Stecker. Brauchen wir nicht. Und dann ist die Verpackung auch schon ziemlich leer. Oder haben wir da noch was? Keine CD, nichts. Können wir den Karton auch schließen und beiseite packen. Und dann kommen wir zu der Karte selbst. Ganz wichtig, vorher immer die Hand nehmen und an den Heizkörper fassen. Für die Erdung, damit wir die Teile nicht beschädigen. Und dann fassen wir hier langsam an und legen diese wunderschöne Karte frei. Ich persönlich habe mich für die 1060 von Zotac entschieden aus dem Grund, weil ich habe ein Gehäuse, wo leider keine große Grafikkarte reinpasst. Ansonsten hätte ich mir eventuell die etwas größere von Asus eingebaut, aber aus Platzgründen musste ich mich für die Zotac entscheiden, weil die gerade so noch in mein Gehäuse reinpasst, was man später sehen wird beim Einbau. Hier drauf haben wir einen Sticker, der dafür sorgt, dass die Lüfter sich nicht bewegen, um Transportschäden zu verhindern. Den können wir jetzt auch abziehen, den brauchen wir nicht mehr. Aber sehr nettes Gimmick, machen nicht viele, finde ich top. Dann sehen wir hier diese zwei Superlüfter, die Zotac da verbaut hat. Dann die dicken, fetten Heatpipes, die von den riesengroßen Kühlkörper kommen. Dann drehen wir die Karte mal um. Dann lächelt uns dieses kleine PCB an. Mit den ganzen Widerständen und was da so alles drauf ist. Eigentlich an sich kann man nicht viel zu sagen. Es ist halt eine Grafikkarte und ja. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, wir haben hier einmal DVI, dreimal DisplayPort und einmal HDMI. Und das war's dann auch schon soweit von der Karte und beginnen wir nun mit dem Einbau. Viel Spaß! Ja, viele werden sich jetzt gefragt haben, warum die kleine Karte. Wer dieses Gehäuse kennt, von dem Acer Aspire 7700 müsste das sein und selber dieses Gehäuse besitzt, wird wissen, Platz ist dort echt klein geschrieben. Deswegen musste auch diese kleine Karte dafür erhalten. Aber als erstes fangen wir an und lösen diese Schrauben hier. Weil wir müssen ja an die Technik rankommen. Zack. Dann wird es etwas knifflig. Davon legen wir die Kamera mal kurz ein bisschen beiseite. Und dann machen wir unseren
Powerrechner mal auf und dann werden wir sehen, ja, es ist eng, sehr eng sogar. Und wie wir sehen können, sitzt dort das Problem. Dieses Gehäuse besitzt ein Festplattenterminal und dieses Terminal ist leider so blöd aufgebaut, dass sämtliche Kabel, die mit dem SATA zu tun haben, hier die Stromversorgung, das Board versorgt und dahinter sitzen die ganzen SATA-Kabel. Das klaut mir ganze, ja, weiß nicht, so vielleicht 3 cm, die ich nach hier noch hätte, aber durch diese Steckplätze ist nicht machbar, ist eine andere Grafikkarte einzubauen. Soweit ich eine andere Grafikkarte einbauen würde, könnte ich diesen wunderschönen Stromstecker nicht mehr verwenden. Was leider schade ist, aber Acer wird sich was dabei gedacht haben. Es war damals ein Komplettsystem, welches ich ausgeschlachtet habe und habe es durch neue Teile ersetzt. Also ein Asus Board, Maximus, Gen Z, Gen 3 mit einem i7 drauf und halt eine Asus GTX 660 in der DCU2 Variante und übertaktet ab Werk. Da diese Karte aber nun langsam in die Jahre kommt und für die neuen Titel halt nicht mehr so geeignet ist, da man auf Ultra gerne spielt und ich halt so ein Spieler bin, der gerne auf Ultra spielt, reicht die Karte einfach nicht mehr aus. Ich habe damit jetzt die letzten 3 Gameplay-Videos gemacht für Battlefield 1 und das Spiel lief auf Ultra überhaupt nicht. Zwischen 20 bis 35 Frames mehr war nicht mehr drin. Und da das nicht mehr zeitgemäß ist, habe ich mir gedacht, jetzt ist die 10er-Serie draußen von Nvidia und da habe ich bei der 1060 zugeschlagen, weil die für meine Belange vollkommen reicht und auch die beste Größe hat und preislich noch im Rahmen des Machbaren war. Also fangen wir jetzt an mit dem Umbau. Zuerst nehmen wir hier unsere SATA-Stromversorgung erstmal ab. Dann unsere PCI-Stromversorgung nehmen wir auch gleich mal weg. Zack. Und dann gucken wir mal, wie wir da am blödesten an die Grafikkarte selbst rankommen. Da ist ja hier dieser kleine Hebel. Und dann ziehen wir mal vorsichtig an der Karte und hoffen, dass sie rauskommt. Und wie wir sehen, sie ist lang genug gelaufen. Sie läuft auch immer noch. Da wird sich mein Vater sehr drüber freuen, weil der kriegt immer meine alten Teile und der besitzt noch eine GTX 470, welche bei ihm gar nicht geht und die bekommt er von mir dann wahrscheinlich zum Geburtstag oder zu Weihnachten, mal gucken. Ansonsten war es eine Top-Karte, möchte sie eigentlich nicht missen, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo alles mal gewechselt wird. Nun nehmen wir unsere supergeile neue Karte und bauen diese mal ein. Und dann werden wir gleich feststellen, uiuiui, da ist ja doch ganz schön viel Platz jetzt drin. Wer hätte das gedacht? Karte sitzt. Mal schnell arretieren. Mann, ist das ein Platz da drin. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Stromkabel kann ich hier schon drauf stecken. Das geht ganz easy. Oh Mann, den Platz hatte ich noch nie in dem Gehäuse. Dann stecken wir unseren 6-poligen Stecker da drauf, wenn es klappt. Ist ein bisschen störrig hier mit Kabelmanagement. So. Ja. Und das war dann auch schon, wie wir sehen, der ganze Einbau. Und was nun für Testergebnisse bei der neuen Karte rauskommen und was sie nun letztendlich leistet, das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, lasst mir was in den Kommentaren, macht einen Daumen nach oben und vielleicht sieht man sich schon im nächsten Video. Bis dahin, ciao.